Jamie Clark, der zu Fall gebracht wird. Und dem ersten Tor. ...53 Sekunden vor Schluss des ersten Drittels bringt Kevin Clark seine Lakers in Führung. Zuerst wird er zu Fall gebracht von Jung, dann macht er weiter und lenkt ab. Kevin Clark also mit dem 1:0. Schaille zu Fall gebracht, bringt dann selber Heckler zu Fall, was den Rest nicht interessiert. Und das ist auch richtig so. Payet mit dem 2:0. Das hat Eschlimann nicht verhindern können. Geschaut, gezielt, getroffen. Die Lakers führen 2:0. Payet hat ziemlich genau Egli, Randecker mit dem Direktschuss und dem offenen Tor und dem Torschützen zum 3:0. Das ging jetzt schnell. Nando Eckenberger hat da die Situation blitzschnell erfasst und kann sein erstes Tor in dieser Saison erzielen. Nando Eckenberger. Diesen Namen kennt man in Davos, ein Davoser, der hier nach dieser Aktion von Eschlimann blitzschnell reagiert und das 3:0 erzielen kann. Das wird allerdings noch angeschaut, weil dieser Stock dann da doch schon relativ hoch war. Von Eckenberger, der die Chancen schwierig aber auch einigermaßen entscheiden unter Umständen. Und der Entscheid vom Eis wird bestätigt. Und nun muss das Tor sein. Marc Wieser kennt keinen Humor. Einmal unbedrängt im Abschluss, dann trifft er. Marc Wieser mit seinem 11. Tor in dieser Saison, dem ersten heute Abend für den HC Davos. Hischier hat die Scheibe an der Bande ausgegraben. Marc Wieser hat nicht lange gefackelt und das erste Tor für den HC Davos erzielt. Keine Möglichkeit für Bader dann noch einzugreifen. Das ging schlicht und einfach. Jetzt aber nicht mehr. Das 4:1 für die Lakers vor knapp 5000 Zuschauern. 7,5 Minuten vor Schluss der Partie erzielt Kevin Clark sein zweites Tor am heutigen Abend. Kevin Clark auf Pass von Dominik Egli. Da hat alles gepasst. Wie Nigren. Und Tor. Da schaffen es die Bündner, ein zweites Tor zu erzielen. 3 Minuten 50 vor Schluss der regulären Spielzeit. Die beiden in Zusammenarbeit. Der Pass zu Nigren, der abgezogen hat. Und wenn das nicht abgefälscht war, dann war es logischerweise Nigren, der das 4:2 erzielt hat. Schauen wir genau hin. Das dürfte nicht abgefälscht werden. Auch Paluschei bleibt da hängen. Das müsste das 4. Tor sein, respektive das 5. Tor. Und es ist es. Alles auf eine Karte gesetzt.